Willkommen zurück zu Ahead of Time! Wir sind hier in Chapter 4, zuletzt gewesen. Wir sind hier immer noch drin und haben super viel zum Erkunden. Denn dieses Level ist irgendwie richtig riesig. Es gibt ja nicht irgendwie einen Akt und zweiten Akt und dritter Akt, nur welche Aufgaben. Das ist ja super free-roaming-like. Also man kann ja einfach irgendwo hin, ihr seht die ganzen Banner, da kann man einfach drüber surfen und ein anderes Gebiet erreichen. Also das ist super interessant. Und da unten sehe ich direkt mal einen Schatz, einen Wollknäuel. Das hätte ich gerne. Kann ich das einfach so erreichen, indem ich einfach kamikaze-mäßig runterspringe? Ja, kann ich. Du. Okay, und hier waren wir noch nicht, ne? Ne, hier ist ein neues Gebiet. Ja, sei sicher, dass du dahin gehen willst, wo du hingehen willst, sonst vergisst es wieder. So ungefähr. Ja, wir wollen jetzt hier weiter lang gehen. Ja, hier waren wir noch nicht. Und überall, wo wir noch nicht waren, wollen wir hingehen. Weil bisher haben wir, glaube ich, alles bekommen, was wir bekommen können bei den Orten, wo wir schon waren. Bin mir aber auch nicht sicher. Wir werden es schon noch rausfinden, wenn wir dann die Hauptmission hier abgeschlossen haben. Serpentinen-Vogelhorn. Und hier gibt es ein Horn zum Blasen für einen weiteren Weg. Ja, also ein Hornblasen bedeutet noch mehr Wege, schaltet man frei. Oh Gott. Neues Zelda TOTK hier am Start. Noch mehr zum Erkunden. Oh Gott, Hilfe. Hallöchen, ihr kleinen Vögelchen. Aber kurz abgeschlachtet. Warum nicht? Kann man machen. Und hier soll ich hochklettern? Aha. Aber ich kann da nicht mehr dashen. Hm? Dann kletter ich doch einfach hier hoch. Nee, geht auch nicht. Wieso komme ich da nicht hoch? Oder soll ich da einen Walljump machen? Also. Nee, kann ich aber nicht. Kann ich das nicht wegen meinem Abzeichen? Ich mach das mal ganz kurz weg, um das zu testen. Na. Kamera will aber auch nicht mitmachen hier. Die hilft mir überhaupt nicht, die Kamera. Nee, ich kann da auch nicht walljumpen. Das geht nicht. Okay, daran liegt's also nicht. Ja, wie komme ich da jetzt hoch? Ist die Frage. Vielleicht trickse ich mich einfach so hoch. Ja. Hochtricksen ist einfacher als der Intended Path. Man kennt ihn. Was machen die Dinge hier eigentlich? Nichts? Okay. Wenn die nichts machen, soll es mir recht sein. Weniger zum Nachdenken. Boing. Boing. Checkpoint. Wuhu. Yippie. Yippie. Das heißt aber auch, dass es hier gleich einen Weg gibt zu irgendwas Besonderem. Vielleicht eine weitere Hourglass. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ah, aufpassen. Brücke ist nicht stabil. Da unten war noch was. Oder bin ich blind? Nee, da kann man stehen. Jetzt muss ich sowieso hier runter. Okay. Und hier ist nicht mal was. Hier ist irgendwie nur so ein Rückweg oder so. Oh nein. Oh nein. Nein! Ich muss den. Ich muss den Jump wieder neu machen. Aber warte, von hier ist es einfacher. Ja, einfach so. Das ist viel einfacher aus irgendeinem Grund. Ich brauche ich nicht. Eins, was ich brauche, ist eine neue Brücke, weil die ist jetzt kaputt gegangen, ne? Oder ist die jetzt automatisch aus magischer Hand wieder respawnt, die Brücke? Tatsächlich nicht! Das ist echt mies. Weil wie komme ich denn jetzt hoch? Vielleicht, wenn ich einen Long Jump rüber mache. Ja, das geht sogar. Krass. Alright. Wie hat der mich doch getroffen? Aim. Und blasen wir das Horn. Horn geblasen, Weg eröffnet. Oder ist das nur eine Abkürzung? Hä? Huh? Du hast Serpentinen-Vogelhorn abgeschlossen. Kann ich das nochmal sehen, was ich abgeschlossen habe? Irgendwie nicht, ne? Nee, irgendwie nicht. Schade. Das wäre sehr hilfreich, wenn ich ein Gebiet betrete und es mir dann automatisch sagt, ey Kumpel! Du bist hier schon durch. Du kannst wieder in ein anderes Gebiet gehen. Aber das tut er mir leider nicht. Aber okay, jetzt können wir hier lang. Ja, wie wechsle ich jetzt die Richtung? Das war doch hier, ne? Oder? War das hier? Ja, doch. Da, ich will jetzt nach rechts. Oder muss ich das von der anderen Seite aus machen? Ja, muss ich. Okay. Das heißt, ich gehe hier nochmal dran. Hier gibt es ja nichts mehr, genau. Links. Links. Links lang. Komm schon! Ja! Oh, und da ist ein Hourglass! Das Haupt-Hourglass in dieser Welt, schätze ich mal. Ich
wurde nicht aus dem Level geworfen. Gelbe Bänderhügel, ein Schatz. Ich wurde nicht aus dem Level geworfen, als wir das erste Hourglass irgendwo bei den Lava-Hügeln gefunden haben. Also, ich schätze mal, bei dem wird es aber so sein. Das ist nur meine Vermutung, aber wissen tue ich es nicht. Tschüss, tschüss. Und da müssen wir kurz unseren Hexenhut benutzen. Der wird ein bisschen gepusht hier, obwohl er halt meiner Meinung nach einer der unnötigsten Hüte ist. Wieso komme ich da nicht hoch? Hä? Was? Hä, wieso? Okay, warum nicht gleich so? Fatkid, was ist los mit dir? Musst du wach werden? Brauchst du ein bisschen Kaffee? Ich weiß nicht. Darfst du überhaupt Kaffee trinken? Ist alt genug? Bestimmt. Doch, doch, bestimmt. Wunderbar. Und ich habe so viel Geld, ich kann eigentlich wieder ein Upgrade kaufen. Eigentlich schon. At the Birdhouse, hat er gesagt, ne? Was gibt's denn beim Birdhouse? Da bin ich jetzt mal gespannt. Bams! Lamps! Schlamps! Ha! Genau so. Hä, was? Was hat sich gerade geboinkt? Boing, boing. Dom. Und dom. Und dom. Und dom. Und dom. Und... Und... Hier geht's auch noch weiter. Warte mal, bevor wir jetzt weitergehen. Hier geht's auch noch einen. Hier gibt's auch noch einen Weg. Den ich nicht treffe. Den ich überhaupt nicht treffe. Vielleicht weiter weg stehen. Damit das weiter unten aimt. Ja, ein bisschen besser aimen jetzt. Ja, ein bisschen besser aimen jetzt. Jetzt ein bisschen weiter nach vorne gehen. Jetzt ein bisschen weiter nach vorne gehen. Jetzt. Geht das überhaupt? Alter! Ich habe das Gefühl, ich verschwende nur meine Zeit. Nee, komm, lassen wir's. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Komm, egal. Wenn hier noch was ist, dann... Ach, warte mal, ich glaube, das dauert man gar nicht lang. Ich glaube, das ist ein Rückweg oder so. Oder? Ja, doch. Auf jeden Fall. Okay, und rüber. Nice. Oh, was bist du denn für einer? Na, blöden Elvis. Was ist da? Volley? Ein Volley-Woll-Volk, neu. Und das waren die gelben Bänderhügel. Schön und gut für die gelben Bänderhügel, dass sie das waren, aber... Kann ich da irgendwie weiterkommen? Kann ich nicht den weiten Jump darüber schaffen? Doch, safe, oder? Ich versuch's jetzt. Oh! Let's go! Den Jump schafft man. Soll man den so machen? Nee, soll man nicht, auf keinen Fall. Nope! Wo bin ich? Wieder ganz am Anfang? Okay? Nicht okay? Ich kann irgendwas hier anvisieren, sagt er. Hier? Okay? Warte, nein, das führt mich wieder zurück. Warte, nein! Warte, da ist auch auf jeden Fall noch etwas. Ich gehe nochmal zurück und schaue mir nochmal ein bisschen um, weil ich glaube, wir haben noch nicht alles erkundet. Ich glaube, ein bisschen gibt's noch. Schauen wir mal. Ja, doch, da muss noch was geben. Doch, klar, da geht's noch weiter. Plus, da war noch ein Dude. Auf der Insel da vorne. Aber frag mich nicht, wie ich zwischendrin abbreche. Okay, mal gucken, wie ich da nach ganz oben komme. Oh, von hier. Wahrscheinlich soll ich hier das freisprengen, weil ich die ganze Zeit versuche, freizusprengen. Und von hier komme ich dann da hoch, ne? Stimmt's? Stimmt's oder habe ich recht? Stimmt. Das habe ich jetzt von euch auf jeden Fall gehört. Dora the Explorer-like. Ich hab's alle in den Bildschirm geschrien. Ich weiß es doch. Ich kenne euch doch. Buja, ich habe nichts getroffen, aber egal, Buja. Ha. Ja, so fühle ich mich auch manchmal. Bam. Was passiert dadurch? Nichts. Cool. Jetzt bitte nicht runterfallen. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Indem ich den Rückweg hier gehe. Sagenhaft. Total krass. Heftig. Und hier super safe mit dem Bike rumfahren. Wird schon schief gehen. Und hier kommen wir jetzt. Ja. Zum Hauptziel. Das, was mich am meisten interessiert. Oh, da ist es schon. Das ist schon eine greifbare Nähe. Das Vogelhaus. Das zweite von fünf Orten, würde ich mal schätzen.
Und hey du, ich hab so viel Geld, ich kann dir eigentlich schon ganz viel bei dir ablassen lassen. Have you come to me? Ja, I have come. Verringert die Abklingzeit für Hüte. Machen wir mal. Weil ich frag mich, wie das funktioniert. Hutmacher, Anstecker. Abklingzeit für Hüte. Ach so, das ist nicht, dass du so lange warten musst für die Fähigkeiten. Ah. Hast du ein neues Item? Okay, bisher noch nicht. Bisher ist er nur ein Haken. Hier sind noch zwei schlechte. Die sind teuer. Sind halt, ich schätze mal, das sind Challenges. Die man halt machen kann. Wenn man Bock hat. Jetzt im Moment habe ich es nicht nötig. Stimmt, wir haben jetzt genau 400. Also ich habe genau passend bezahlt. Theoretisch. Wann explodiert er jetzt? Ich habe Angst. Hilfe. Kiste! Störe euch nicht. Könnt ruhig weiter schlafen. Ba-ba-da-ba. Noch ein Stück Garn, von dem wir jetzt 25 haben. Eieiei. Da muss es doch noch einen neuen Hut geben, wenn wir noch so verdammt viel Garn bekommen. Muss doch sein. Oder man... Aua. Oder man kann irgendwas anderes noch mit denen machen. Weiß ich nicht. Something strange about these eggs. Ja, es sind halt riesige Eier. Wachsen wahrscheinlich riesige Vögel. Bye. Also nicht. Keine Ahnung. Aber ich will auf jeden Fall nicht gebraten werden hier. Kann ich bitte... Aua, aua, aua. Kann ich bitte... weg, danke. Danke, Pupante. Ich möchte nicht sterben. Bewerben. Wow. Hier ist doch... Ja, hier ist safe and secret. Einmal hier. Irgend noch ein Weg, der irgendwo hinführt. Zu einer Bombe. Explodier doch mal! Ja, toll! Oh, wurde nicht getroffen. Ich wette, hier ist ein Secret. Ich denke nicht... Dass das hier normal... Ich glaube, der normale Weg ist hier oben. Und hier ist noch ein Secret. Und hier gibt es noch ein Secret. Falls das jetzt Sinn gemacht hat, was ich gesagt habe, ja. Genau. Ich kann aber so einen Grund mein Bike nicht benutzen, also es geht gar nicht. Schubst mich ruhig. Ich will dich einfach nur. Was ist so verdient? Die blöden Bullies, ihr dürfen. Oh nein, wirklich runtergeschubst. Das ist aber nicht so nett. Ich zeig dich dafür an, ja? Bam! Wo bin ich? Gibt's ein. Viele Wege. Viele Wege indeed. Wo bin ich hier? Will ich hier sein? Habe ich irgendwas verpasst gerade, als ich hier runtergesprungen bin? Kann ich da hochklettern? Ja, von der Seite aus. What? Was? Also, meine Orientierung ist gerade komplett runtergegangen. Warte, ich kann hier... Wo ist mein Double Jump gewesen? Ernsthaft jetzt? Sicher, ernst. Bis gleich. Oder warte mal. Kann ich das nicht cheaten? Oh, warte, komm ich aber da nicht mehr hoch, oder? Doch, kann ich! Nein, kann ich nicht. Der Bulli ist da. Der Bulli ist da, alles klar. Okay, ich meine den normalen Weg. Oh, mein Roller wurde mir weggenommen. Deshalb konnte ich das nicht machen. Oh. Okay. Oh, als ob ich da jetzt wirklich noch runtergefallen bin. Wie lächerlich. Wie lächerlich. Das geht nicht. So, jetzt will ich wissen, was passiert hier. Aha. Okay. Hier gibt es einen Token. War das alles nur für den Token? Ja. Der ganze Aufwand war nur für den Token. War ich noch nicht irgendwie 10 Stück oder so für den Dingern ab. Die alle noch benutzt werden müssen. Naja. Naja. Wo bin ich jetzt eigentlich hier? Wo bin ich hier? Ist das hier auch nur Bonus? Es sieht auf jeden Fall aus, als wäre das hier nur ein Bonusort. Ich hoffe es mal. Ja. Ich sehe da hinten schon meinen Preis. Ein weiterer Wollknäuel. Hier gibt es extrem viel. Also wenn man gar keine von den Dingern hat, geht in dieses Level. Ihr werdet reich sein danach. Gefühlt. Ja, schubst euch mal gegenseitig runter. Das wäre lustig. Tch. Idiot das. Oh nein! War doch kein Schnee drauf. Okay, jetzt soll ich wieder hier. Soll ich mal hier lang gehen? Was gibt's denn hier so schön? Oh, aufladen. Was gibt's denn hier so Schönes?
Aha. So. Du. Geschenk! Ein Patella aufeinander gestapelt. Cool. Schätze ich. Ist ganz nett. I don't know. Keine Ahnung, Mann. Ich bin übelst verwirrt. Wieso komme ich da nicht hoch? Safe komme ich da hoch. Ja, mit dem Fahrrad geht das. Easy, Bubi, easy. Und hier ist was hinten versteckt. Ein Wollknäuel weiterer, aber diesmal war er winzig klein, aus irgendeinem Grund. Und das ist noch ein Geschenk! Ich will da hin! Was? Ich komme hier irgendwo rein? Wait. Von hier? Ich sehe es nicht. Ist da oben irgendwo ein Weg? Nee, von über hier. Also von hier? Hi, Tusseltäubchen. Ich glaube, da, wo ich gerade war, war der richtige Weg. Bedeutet, das hier war nur wieder Bonus und man soll hier lang. Also diesen Weg hier machen. Hier durch diese Röhre. Leitern hoch. Und der Rest, wisst ihr ja. Oh, oh Mann. Oh man. Oh man. Wo war denn das jetzt eigentlich gerade? Also da ist ein Loch zugemauert worden. Das kriegen wir safe auf. Wenn ich den richtigen Winkel erwische. Ihr seht es ein bisschen da unten. Blammo! Ja. Hab's auch bekommen. Wo bin ich hier eigentlich? Ist hier ein Weg? Ist ein Gegner. Cool. Cool, Bro, dass du hier bist. Leb dein Leben, Mann. Aha. Ah, jetzt bin ich hier. Das ist doch hier der Ort, wo ich gerade gemeint habe, wo ich rein will. Das ist doch der. Ja, das ist der. Ja, hier ist das Geschenk. Hier ist eine andere Seite. Und wir kriegen wir ein Stück Schokoladenkuchen. Wir haben ja schon die Spitze eines Kuchens. Vielleicht ist das ja so ein bunter Kuchen mit ganz vielen verschiedenen Geschmäckern dran. Ich habe das Gefühl, ich sterbe jetzt noch. Hilfe. Wie komme ich da jetzt rüber? Geht das von hier einfacher? Geht das von hier überhaupt? Ja, das Gefühl, ich muss einfach den ganzen Weg neu machen. Ja. Aber kein Problem. Weil eigentlich ist der Weg her. Nicht schwer. Einfach den Jump machen, das war's. Nur jetzt bräuchte ich mal wieder einer der 10.000 Lebenspunkte, die hier überall rumliegen, weil jetzt bin ich wieder richtig low. Hier ist nicht zufällig, wo es so dunkel ist, oder? Nein. Der Blick. Okay, ich denke, jetzt sind wir fertig mit Erkunden. Nein, hier ist noch was. Oh Gott. Oh Gott. Ja, danke, Brudi. Dankeschön. Was haben wir hier noch so Schönes? Bomben! Und der Tod. Ist hier ein Checkpoint, wo ich gerade stehe? Bitte? Bitte? Bitte ist hier ein Checkpoint? Please? Okay, Gott sei Dank ist hier ein Checkpoint. Okay, alle Gegner sind respawned, sonst ist nichts passiert. Hatte ich Angst. Oh nein, die Bombe. Oh nein, die Bombe. Okay, zurück hier lang. Und uns von den Bomben treffen lassen, denn das ist das, was ich am liebsten mag. Die Bombis, ja, die Bomben. Der wird runtergeschubst von der einen Eule. Finde ich gut. Sollen sie machen. Ich schleue mich mal hier hoch und guck mal. Ach, hier gibt's ein Horn zum Blasen. Schau mal einer an. Aha. Was eröffnet mir das für den Weg? Bonus oder? Nein, das musste ich sogar machen. Ich hätte gar nicht weitergekonnt. Und ich dachte, das wäre hier Bonus. Nein, das ist Zwang. Okay, jetzt können wir finally hier lang. Hier ist die Musik ein bisschen ruhiger. Blöde Bombe, lass mich mal bitte in Ruhe. Danke. Das ist eine dumme AIS, danke. Und wir sind fast da. Schaffen wir heute auf jeden Fall noch eine Part. Safe! Safe! Hallöchen, darf ich kurz auf dich springen? Oh, danke! Und das war's auch schon! Oh, wow, 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 wow. Hey, bleib hier! Psst, du musst leiser sein, das Ding will schlafen, Mann! Vogelart abgeschlossen! Die Blüten wachsen auch wieder mit einem weiteren Sprössling. Der wieder einen von denen irgendwie berührt. Weiß nicht, ob das die ruhig stellt oder so.
Oder ob die dadurch aggressiv werden oder mit dem Bosskampf wollen. Ich habe keine Ahnung. Warum gehe ich eigentlich hier lang? Wieso gehe ich einfach den anderen Weg? Weil jetzt haben wir da hinten ja schon irgendwie 2 der 5 Wege gemacht. Den dritten können wir noch nicht machen, weil da gab es halt zumindest nichts. Den haben wir einmal ausprobiert, aber da war ja nichts. Noch nichts. I don't know. Du bist immer noch... Ja, du bist immer noch böse. Genau, hier waren wir. Hier unten konnten wir nicht weiter. Und ich denke mal, dass es jetzt immer noch nichts Neues gibt. Wo gab es denn noch Wege? Ist hier noch ein Weg oder kam... Nee, von hier kamen wir, ne? Ja, von hier können wir auch nicht mehr zurück. Und da kamen wir. Das war der Anfang. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja noch einen neuen Banner. Aha, ja, stimmt. Hier über dem Lava-Banner gibt es den Wasser-Banner. Zeit in Windmühle. Ja, okay. Dann rauf da. Ich war mir gerade nicht sicher, ob wir hier schon waren, weil der Typ da so eine Pflanze hatte. Genau wie die, die wir schon erreicht haben irgendwie. Aber nee. Ich bin mir sicher, hier waren wir noch nicht. Ziegen-Außenposten. Hier gibt es ein Horn. Nee, waren wir noch nicht beim Außenposten. Können wir hier unsere Schätze verkaufen? Goldsammler? Oder ähnliches? Das wäre ganz nützlich. Geiles Commentary, I know, müssen wir nicht sagen. Hier ist wieder so ein Haus, waren wir hier wirklich noch nicht? Da leuchtet was. Ich glaube, ist einfach nur alles copy-pasted ganz oft. Deshalb denke ich immer, ich war hier noch, war hier schon oder war hier halt noch nicht oder sowas. Hexenhutgarn! Aha, Hexenhütlein. Hütlein, Hütlein an der Wand. Wo ist der Weg in diesem Land? Hier ist er. Are old. Okay. Wird schon schief gehen, wird schon nichts passieren. Alles gut, alles easy. Easy peasy, lemon squeezy. Boing und boing und... Dup, 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 dup. Hallöchen. Ich würde gerne hochklettern. Tschüss und tschüss. Einfach draufgesprungen. Und jetzt fehlt uns das Horn. Ah, das wird hier sein. Ah, nein. Yeah, let's go. Einfach mich hochgetrickst. Spart Zeit. Das war eine ganze Minute im Display gewesen, bestimmt. Ich muss sowieso wieder runter, geht's nicht weiter. Mies. Nee. Geht's irgendwie nicht weiter. Oder? Haben wir was verpasst? Hätte ich hier noch weiter hochgekonnt? Wenn ich den Jump mal schaffen würde? So? Ja, hätte ich. Okay. Da habe ich einfach nur was verpasst. Schauen wir mal. Ah, hier ist das Horn direkt. Okay. Was machst du denn, Girl? Ach Gott, was machst du denn? Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder neu angehen. Warum machst du das? Okay. Jetzt nicht runterfallen, Girl. Ja, danke. So, wo schaltest du es frei? Dort schaltest du es frei. In der Tat. In der Tat, ja. Ziehen aus dem Posten durch. Machen wir mal einen Shortcut hier, einen Shorty. Boing! Und boing! Und platsch! Okay, wieder zurück. Und dann bei der nächsten Reise können wir den anderen Weg auswählen. Das hatten wir alles gerade erst gemacht. Ist nichts Neues. Ich dachte, wie ich schneide, aber ich glaube, das war in der gleichen Folge. Hey. Ja, ja, wir waren noch links! This way! Hallöchen, ihr beide da. Oh, ich habe ja auch schon mal eine Katzin gesehen. Glaube ich, schätze ich. Ist aber nicht so einfach, hier die Dinger zu bekommen. Weil irgendwie nach links und rechts sich hier bewegen, ist ein bisschen buggy. Windige Passage. Okay, das ist nur so ein Zwischending. Boah, hier sind aber sehr viele von denen. Okay, tun aber nicht weh. Ja. Gehen wir mal bei Mario Sunshine die Windmühle hoch. Ah, hallöchen, Kumpel, was geht ab? Alles Paletti im Bloody? Nee? Na gut. Hier können wir noch ganz oben. Aber hier ist nichts. Da hinten ist. Ja, da hinten ist noch ein Hourglass. Wie kommen wir denn da lang? Ah, von hier aus! Schaut euch das mal an hier.
Aber wenn man aufpasst und sich umschaut, sieht man, dass der Typ ja eigentlich dieses Secret hier bewacht hat. Das Secret für eine Wollknäuel. Wait, what? Ist aber kein neues, oder? Lass mal sehen. So, es ist ja meine Objekte, die ich gesammelt habe. Level sammel Objekte. Nee, ich glaube, das war nichts Neues, oder? Doch, was? Was? Es gibt einen neuen Hut, einen letzten Hut oder so? Zeitlupen-Hutgarn. Aha. Also doch die Zeit verringern. Du brauchst 32 Garn, also noch 3 Stück. Boah. Okay, jetzt verstehe ich, warum man so extrem viel Garn hier bekommt. Jetzt macht das alles einen Sinn. Man kriegt hier so viel Garn, weil man am Ende sich einen heftigen Hut zaubern soll. Okay, you can just see, ist ein Horn. Ah, nee, es gibt. Wo will das denn? Das war nicht, wo ich hin wollte, aber. Von dem Ringelschwanz-Hornpfad, wo es ein Horn gibt zum Blasen. Gibt es vielleicht ja den richtigen Weg? Aber ich würde. Oh. Was zum. Oh, hier gibt es wieder solche Plage. Katzen. Miau, miau. Ja, komm, klau doch mein Geld. Mir doch egal. Ist mir so egal. Lass mich einfach in Ruhe und gut ist. Gua. Dussel, Gua, Gua. Was gibt's denn hier? Hier ein Trampolin. Für ein Haus? Hast du noch 15 Haus, das wir schon 20 Mal gesehen haben? Nice. Da bin ich doch dabei. Und nochmal. Diebe, die hier wohnen. Die wir einfach mal konkret ignorieren und einfach weitergehen. Nicht das Horn. Das war super einfach. Bisschen skippen, passt schon. Mir gab es wahrscheinlich noch nichts anderes mehr. No. Wo ist das denn? Du hast es abgeschlossen. Ja, wo ist das denn hier? Waren wir das schon mal? Ach, das ist doch der Ort, wo wir gerade herkommen, oder? Ich glaube, das ist von dem Ort, wo wir gerade herkamen. Oh, 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 oh. Nein. Egal. Abkürzung war das natürlich. Das war natürlich eine Abkürzung, Freunde. Ja, so sieht's aus. Windige Passage again. Und ich würde sagen, weil die Folge leider jetzt schon wieder so lange ist, dass wir beim nächsten Mal uns weiter erkunden, wenn es heißt Ahead in Time Chapter 4. Ihr seid bereit und dann bis zum nächsten Mal.